Der Oktober ist traditionell ein schwacher Börsenmonat, aber das, was wir in diesem Jahr sehen, kann man absolut als Talfahrt bezeichnen. Liegt das an den vielen Krisenherden? Man kann ja quasi sagen, Krisenherde, wohin das Auge blickt. Das möchten wir im Detail erläutern mit Michael Bloss, EIFD-Direktor und Buchautor. Ja, wie würden Sie die aktuelle Situation interpretieren? Was zieht den DAX wirklich so in die Tiefe? Alles zusammen in Reihe geschalten. Das kann man, glaube ich, einfach beantworten. Wir müssen mal eine sehen. Wir haben ganz, ganz viel angestaut. Wir haben das Thema Euro-Krise so ein bisschen durchgewurschtelt, schwingt allerdings im Hintergrund noch mit. Wir haben das große politische Thema Russland-Ukraine. Wir haben Ebola, das haben wir am Anfang völlig unterschätzt, vor allem auch an der Börse völlig unterschätzt, weil wir erstmal davon ausgegangen sind, naja, isoliert betrachtet, Afrika, wirtschaftlich nicht ganz so starker Einfluss. Aber welchen immensen Einfluss das doch hat, wenn sich das weiter ausbreitet. Und wir hatten jetzt heute den Todesfall in Leipzig gesehen. Also das ist schon relativ immens. Und da muss man schon aufpassen. Da haben wir sehr, sehr viele Impulse. Und da müssen wir einfach auch eines sehen, die Wirtschaft hat sich dementsprechend auch verändert. Ja? Das Wachstum hat sich verändert, ZEW, IFO-Geschäftsklima hat sich eingetrübt. Also das schlägt jetzt alles so ein bisschen mit in den Markt. Und wie es dann halt so ist, wenn alles zusammenkommt, dann gibt es auch mal kurz so eine deutliche Reaktion, wie wir jetzt gesehen haben. Also salopp gesagt, es kam so viel zusammen. Die große Frage ist, welche Rolle hat die Technik gespielt? Wir hatten immer wieder Unterstützungslinien gehört, die mittlerweile auch einige nach unten durchbrochen wurden. Hat das den Abwärtsdruck quasi verstärkt? Naja, die Technik ist halt ein schönes Instrument, um zu sehen, wo sind Widerstände und wo sind Unterstützungslinien. Und auf die werden natürlich auch gerade Computerhandelsprogramme programmiert. Und die nehmen die natürlich dann auch ganz schnell, wenn es dann nach unten durchgeht, dann kommen diese Algos mit rein und dann bringt das etwas mehr Momentum in den Markt. Und dann sieht man natürlich auch ganz schnell, dass die Technik so etwas verstärken kann. Und das haben wir jetzt die letzten Tage auch gesehen. Deswegen haben wir jetzt auch keinen wirklich schnellen Rebound im Markt gesehen. Da ist relativ viel abgearbeitet, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob alles abgearbeitet ist. Viele Marktakteure hatten gesagt, wir haben ja eine Art Anlagenotstand. Sprich, die Zinsen sind so niedrig, andere Investments sind auch nicht attraktiv. Alles spricht für die Aktie. Könnte man jetzt sich entspannt zurücklehnen und sagen, aufgrund dieser Theorie werden die Aktien in Kürze wieder steigen und man kann diese Kursstelle entspannt aussitzen? Es spricht ganz, ganz viel für die Aktie, aber wir müssen immer eines sehen, eine Aktie ist ein risikobehaftetes Investment mit einer Volatilität und die ist die letzten Tage erstmal kräftig angezogen. Wir haben einen Anzug der Euro-Stocks-Volatilität von 12 auf 21 Prozentpunkte gesehen und sind immer noch historisch gesehen extrem niedrig. Also da kann noch ganz, ganz viel kommen und wir sehen halt im Augenblick auch, dass sich diese Anlageklasse Aktie über die Welt verteilt und nicht isoliert auf Europa oder auf Deutschland zu sehen ist. Wir sehen, dass ganz, ganz viele Investoren auch ihr Geld aus dem DAX mal abziehen. Stichwort Währungsschwankungen, Währungsintensität hier mit drin. Die amerikanischen Investoren ziehen auch mal Geld raus aus Europa und investieren es in den USA, weil da der Aktienmarkt A besser läuft, ohne Währungsrisiko und weil natürlich auch die Federal Reserve ein klares Signal gegeben hat, mal die Zinsen hochzunehmen. Und diese diametrale Position der zwei Zentralbanken wird auch dazu führen, dass man in den USA wahrscheinlich mal wieder Treasury Notes kauft und da vielleicht auch mal wieder 2-3% dafür bekommt, während man in Europa immer noch im Nullzinsbereich rumlungert. Obwohl man so sagen muss, die EZB hat eine wichtige Rolle gespielt. Erst mit dieser vielen Liquidität wurde die Rallye ja möglich. Aber kann die EZB jetzt quasi uns auch aus der Patsche helfen? Hat sie tatsächlich so viele Möglichkeiten, um die Aktienmärkte wieder zum Laufen zu bringen und uns aus dieser Wirtschaftszelle herauszuholen? Naja, das viel beschriebene Quantitative Easing, das Mr. Draghi einführen will, sehe ich als etwas kritisch für Europa. In den USA hat das gut funktioniert, da die Zentralbank Papiere aufgekauft, sowohl ABS-Strukturen als auch klassische Bonds und hat damit einfach schlicht und ergreifend dem Markt dementsprechend die Liquidität gegeben, konnte auch direktes Kreditwachstum dementsprechend erzeugen, denn in den USA sind ca. 70-75% aller Firmen über den Kapitalmarkt refinanziert. In Europa ist das nicht so. In Europa sind nur 30% über den Kapitalmarkt refinanziert und die restlichen 70% über Bankkredite. Und bis dieses ganze Thema bei den Bankkrediten ankommt und ob es da überhaupt ankommt, das wird ein ganz, ganz geringer Skaleneffekt. Der einzige große Skaleneffekt, den wir haben, ist die Währungsthematik, also sprich der Euro wertet dementsprechend ab gegenüber dem US-Dollar, auch gegenüber den anderen Leitwährungen. Wir schwächen also den Euro, stärken kurzfristig das Thema Export, das ist vor allem für Deutschland eine ganz, ganz nette Geschichte, aber Vorsicht, das sind immer nur kurzfristige Faktoren und wir sorgen halt auch dafür, dass sehr viel Anlagevolumen rausfließt aus dem Markt, denn wenn der Euro weiter abwertet und zum Beispiel ein amerikanischer Investor merkt, dass er auf der Währungsseite mehr Geld verliert, als auf der Anlageseite gewinnt durch die Aktienrendite,
Dann wird er das Geld nach Hause holen und verlagern. Und dann haben wir im Prinzip eigentlich genau das Gegenteilige ausgelöst, was wir eigentlich haben wollten. Also summa summarum, Sie sagen, der DAX hat durchaus wieder Potenzial zu steigen. Es gibt einige Gründe, aber es gibt auch Belastungsfaktoren. Das Ganze hebt sich vielleicht so ein bisschen die Waage. Was erwarten Sie? Wie geht es in den nächsten Wochen konkret weiter? Und welche Ereignisse könnten dann wirklich für die Richtung sorgen? Also sagen wir mal so, wohin der Markt geht, das kann keiner voraussagen, da wären wir unseriös. Was allerdings voraussehbar ist, ist, dass die Volatilität stärker wird, dass die Schwankungsintensität zunimmt und dass wir in der Chartsituation den mittelfristigen Aufwärtstrend, der 3-5 Jahre jetzt gelaufen ist, den haben wir verlassen, den haben wir gebrochen. Und wenn wir dem jetzt hinterherlaufen, dann werden wir ihm nur hinterherlaufen. Wir werden, es wie eine Straßenbahn, da laufen sie auch hinterher. Sie kommen zwar dann irgendwann auch mal an der nächsten Haltestelle an, aber sie sind halt gelaufen, sie haben eine Anstrengung gehabt und sind halt nicht elegant gefahren. Und da sehe ich im Augenblick die großen Risikofaktoren. Ich befürchte, wir werden eine sehr schwankungsintensive Börse bekommen, auch für das nächste Jahr. Da kann man schon einen kleinen Ausblick wagen. Ob wir den Aufwärtstrend so wieder aufnehmen, ob das wieder diesen glasklaren Aktien 1A-Trend gibt, das bezweifle ich jetzt mal. Da sind mir die Risikofaktoren zu groß. Ich sehe keinen Crash, das bitte nicht falsch interpretieren. Aber ich glaube, wir werden einfach mehr Schaukelbörse kriegen. Ist ja auch ganz schön, wenn mal wieder ein bisschen mehr los ist an der Börse. Auch da kann man natürlich Positives heraussehen, definitiv. Soweit Michael Bloss, EIFD-Direktor und ja, leicht optimistisch, leicht pessimistisch, was die Entwicklung in den nächsten Monaten an den Märkten betrifft. Eins, da ist sich der Experte aber sicher, wir werden weiterhin gute Nerven brauchen, denn eine Art Schaukelbörse wird sich sicherlich auch in den nächsten Monaten fortsetzen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.